Hallo ihr Lieben, Samstagnachmittag, da sind wir. Dieses ist eine Dauerwerbesendung. Ich bewerbe meinen Laden Kreativ und Style und alles, was sich darin befindet, auch wenn ich zu Hause bin. Bei uns scheint die Sonne. Endlich ist die Sonne. Heute Morgen war ich ganz enttäuscht. Es hieß ja immer die ganze Zeit, oh, der Sommer kommt und mit den Temperaturen und alles. Und heute Morgen war ich enttäuscht, der alles bedeckt, kühl und ich. Das ist bei uns nicht. Bei uns gibt es wieder nichts. Und jetzt scheint die Sonne, es ist schön warm. Also wirklich, den Mann habe ich erstmal zum Einkaufen geschickt, ne? So wie jeden Samstag. Und da habe ich mir gedacht, so, und jetzt setzt du dich hier hin und machst mal ein halbes Stündchen, machst du mal wieder dein Quatsche-Video. Ja, was anderes ist es ja nicht, ne? Samstags ist ja immer nur der Tag der Quatscherei. Da unterhalten wir uns ein bisschen. Was heißt unterhalten, tun wir uns auch nicht. Es ist sehr einseitig. Aber egal. Wir machen es uns fein. Ja. Es gibt nichts Neues von Donnerstag bis jetzt. Ne? Also ist auch alles so beim Alten geblieben. Ja, nun jetzt, das Wetter ist schön. Jetzt kann man im Garten was tun. Also die beiden Männer sind schon im Garten gewesen. Heute Rasen mähen und ach, damit alles schön wird. Ja, das ist dann, das machen sie zu zweit, weil wir machen für unseren Nachbarn mit. Der alte Herr ist schon weit über 80 und ist gehbehindert, der schafft das nicht. Und so machen wir das mit, ne? So, und dann teilen sich die Männer das auf. Der eine macht den Nachbargarten und der andere macht unseren Garten und dann sind sie schön am Rasenmähen und machen und tun. Und das ist eigentlich auch eine Zeit lang, wo die beschäftigt sind. Wir haben beide 1000, jeweils 1000 Quadratmeter, da ist uns schon was zu tun, ne? Aber so sind sie auch beschäftigt, ne? Kommen nicht auf dumme Gedanken. Naja, auf jeden Fall freuen wir uns darüber, dass jetzt die Sonne rauskommt und naja, heute Abend ein bisschen grillen, ne? Und wir läuten mal so langsam den Sommer ein. Also ich würde mich schon freuen, wenn wir ein paar Temperatürchen mehr kriegten, als wir jetzt haben. Naja, gut, so, ich will euch jetzt nicht weiter nerven mit irgendwelchem Flurgeplänkel oder so. Ich erzähle euch jetzt die zweite Folge von Ewald hat keinen Bock auf Himmel. So, es ist also, ein paar Tage sind vergangen. Es ist Freitag, es ist so 2 Uhr rum. Die Beerdigung ist morgens gewesen und die Familie. Die besten Freunde und die Nachbarn sind noch mit zu Käthe und sie sitzen jetzt aufgeteilt draußen auf der Terrasse, im Esszimmer und auch im Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer sitzt Rosemarie, genannt Rosi, ist die beste Freundin von Käthe, zusammen mit Renate und mit Gertrud. Die vier Frauen bilden eine Clique, die also sich auch so in der Woche treffen zum Walken, zum Yoga, zum Pilates. Also die Käthe ist sehr sportlich angehaucht. Sie sind zusammen im Kirchenchor. Und was noch das Allerbeste ist, sie haben eine kleine Kanasterrunde. Und da treffen sich die Frauen also auch immer. Und naja, jetzt ist es natürlich nicht so ein schöner Anlass und alle sind ein bisschen bedrückt. Die Familie Tatjana, Dirk und Lea sitzen zusammen mit der Nachbarin Marianne und ihrem Mann Hubert an einem Tisch und der Nachbar gegenüber ist auch schon etwas älter, 96 Jahre alt ist der Bernhard schon. Und der sitzt auch mit am Tisch und der kommt immer mit seinem Rollator angefahren. Ne? Es ist also auch immer ganz putzig. Und naja, also die sitzen jetzt alle zusammen am Esszimmertisch. Die Kinder, also die Lea hat sich mit dem Nachbarskind, ist ja auch eine Freundin von ihr, sie geht mit ihr zusammen zur Schule, haben sich im Garten so ein bisschen hingesetzt und quasi einen Kindertisch gemacht, wo sie ein bisschen am Malen sind und am Saft trinken und naja, was Kinder so machen, ne? Ja, die Stimmung ist natürlich gedrückt.
Das ist ja ganz klar. Ach, und Käthe sitzt so ein bisschen eingesunken in ihrem Sessel. Und naja, die Frauen sagen auch nicht viel, weil sie auch nicht wissen, was sollen sie denn jetzt sagen und was sollen sie denn jetzt, ne? Tröstende Worte. Das ist ja auch immer, Worte sind Worte, helfen kannst du eh nicht. Und so sitzen alle etwas stumm herum. Auf jeden Fall, Käthe sitzt so ein bisschen in ihrem Sessel und alle anderen trinken ihren Kaffee, essen ihren Kuchen. Die Käthe hatte tollen Himbeerkuchen gemacht. Das ist, war immer Ewalds Lieblingskuchen, wenn sie den gemacht hat. Und naja, auf jeden Fall sitzt sie da und guckt so ein bisschen zum Boden und plötzlich hört sie, wie Ewald sagte: Käthe, wieso habe ich keine Tasse Kaffee und kein Stück Kuchen? Und sie schaut auf und schaut, und zwischen Renate und Gertrud sitzt Ewald auf dem Sofa. Und sie im ersten Moment: Okay. Ja, Käthe, hast du mich nicht gehört? Ich hätte auch gerne Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Warum lässt du mich hier so alleine sitzen? Warum kriege ich nichts? Und Käthe denkt, naja, okay, er mag halt Kaffee und Kuchen und steht auf, geht an den Wohnzimmerschrank, nimmt den Teller und eine Tasse und Untertasse und eine Kuchengabel und geht dann wieder die Frauen und überhaupt alle beobachten sie jetzt, was sie macht. Und sie stellt also direkt vor Ewald eine Tasse Kaffee, also die Kaffeetasse und Kuchenteller und nimmt dann den Kuchenheber. Tut ein Stück Kuchen auf den Teller, nimmt die Kaffeekanne, gießt Kaffee rein, macht ein Stück Zucker, wie der Ewald das gerne mochte, und ein Spritzer Milch mit rein, rührt einmal um und sagt: Bitteschön. Und geht wieder zu ihrem Sessel und setzt sich so auf die Kante und macht den Kopf wieder runter. Und alle sind erstmal stumm und dann sagt Tatjana plötzlich: Mama, was soll das? Dein Vater möchte auch Kaffee und Kuchen. Tatjana guckt in die Runde, alle sind ein bisschen betreten. Käthe guckt hoch und sieht, wie Ewald seinen Kaffee trinkt und seinen Kuchen mit Genuss isst, sieht aber auf dem Tisch unberührt eine Tasse Kaffee und unberührt ein Stück Kuchen. Und dann denkt sie für sich selber: Es wird Zeit, dass du ein bisschen ausspannst. Ich glaube, ich lege mich ein bisschen hin. Und sie steht auf und sagt so in die Runde: Ihr Lieben, ich glaube, ich muss ein wenig ruhen. Ich bin ein wenig überspannt. Das ist alles ein bisschen viel für mich. Ja, und dann sind die Leute auch gleich wieder: Ja, Käthe, natürlich, und das können wir auch verstehen. Und nun leg dich mal erst ein bisschen hin und dann wird es gleich auch besser. Und wir verabschieden uns. Nein, nein, bleibt ruhig, sagt Käthe. Lasst mich mal so ein Stündchen und dann komme ich wieder zu euch. Tatjana ist hier, wenn ihr was braucht, dann wendet euch an Tatjana, die gibt euch alles, was ihr mögt. Na ja, und die Freundin, ne? Dann Rosi schon wieder: Tatjana, Likörchen vielleicht, ne? Und Käthe denkt so, und gehst mal. Und sie schielt dann noch mal einmal zum Sofa und Ewald winkt ihr so ein bisschen zu. Und sie, okay. Und dann ist sie in ihr Schlafzimmer und hat sich so gedacht, als sie so die Schlafzimmertür aufmacht: Es reicht, du musst jetzt mal die Augen zumachen und wieder zu dir kommen. Du siehst ja schon Gespenster. Und so macht sie die Schlafzimmertür auf und denkt im ersten Moment: Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ewald sitzt vorne auf der Bank, also vor dem Schlafzimmerbett. Also vor dem Bett steht so eine Wäschebank, auf der sitzt Ewald. Und sie macht die Schlafzimmertür ganz leise zu und sagt: Ewald, bist du das? Ja, wer soll das denn wohl sein? Sagt Ewald. Natürlich bin ich das. Aber Ewald, du bist doch tot. Wer sagt das? Sagt: Ja, ich. Und wir haben dich doch heute Morgen beerdigt. Ja, hätte er dann gesagt. Aber doch, ist eigentlich unrelevant, sagt Ewald. Was ich dir noch sagen wollte.
Und dann war Käthe so ein bisschen. Und dann hat sie sich umgedreht und hat die Jalousien so ein bisschen runtergemacht, weil sie gedacht hat, ich glaube, ich nehme eine Tablette, lege ich mich hin, vielleicht ist der Spuk dann zu Ende. Sie hat gar nicht mehr darauf reagiert, hat sich also umgedreht, die Jalousie so ein bisschen auf Rille gemacht, damit sie so ein bisschen Dämmerlicht hatte im Schlafzimmer und dreht sich um, Ewald weg. Und sie, oh Gott sei Dank, irgendwas stimmt mit mir nicht. Also ich werde jetzt erstmal die Augen zumachen und werde mich jetzt erstmal hinlegen und ich hoffe, dass das dann alles weg ist, dass ich wieder normal werde. Hoffentlich haben die anderen nichts gemerkt. Naja, sie legt sich ins Bett und macht die Augen zu und dämmert auch so ein bisschen ein. Und plötzlich hört sie mal eine Stimme, eine Stunde, anderthalb Stunden später. Käthe, Käthe, kannst du mich hören? Käthe, nun wach mal auf. Und Käthe immer, das ist Ewalds Stimme, das kann nicht sein. Und machte dann immer die Augen ganz fest zu, damit sie bloß nicht, ich schlafe noch. Und dann hörte sie wieder, Käthe, ich weiß, dass du wach bist. Nun, dreh dich um, sprich mit mir. Und Käthe dann, sie dann, Ewald, Ewald, das ist nicht normal. Was ist denn mit mir los? Bin ich jetzt bekloppt geworden? Ich glaube, ich muss zum Arzt. Und sie, ihre Beine aus dem Bett geschwungen und Ewald sitzt wieder auf der Bank. Und macht er dann so neben, komm, komm, Käthe, setz dich. Wir unterhalten uns mal kurz. Und Käthe, nee. Ich gehe jetzt nach Tatjana, die muss den Doktor rufen. Ich muss irgendwas kriegen. Nein, das brauchst du nicht. Du bist völlig normal. Setz dich hier hin, ich erzähle dir. Ich kann. Und dann hat sie sich dann doch auf die äußerste Kante von der Bank hat sie sich gesetzt und hat Ewald immer angeguckt, als wenn sie sagen wollte, oh, es ist mir das so unheimlich. Ne? Und Ewald dann immer, Käthe, ich bin das doch. Nun gib mal. Nun sei mal nicht, dass du dich fürchtest, das brauchst du nicht. Nun sei mal lieb, alles wird gut. Und dann, ja, Ewald, was machst du denn hier? Du bist doch schon längst gestorben, schon ein paar Tage bist du gestorben. Ja, das weiß ich, sagt er, aber das ist doch unrelevant. Nein, das ist doch nicht unrelevant, du bist gestorben, sagt Käthe dann nochmal. Und dann hörte man das Klopfen. An der Tür, Mama, mit wem redest du denn da? Ach, ich habe so für mich vor mich hergemurmelt. Mach dir keine Sorgen, ich mache mich fertig, ich komme gleich. Ja, und Tatjana geht wieder zu den Gästen und sie guckt Ewald wieder an und sagt: Ewald, wie kommt das denn, dass ich dich sehen kann? Ja, weil ich mir das so wünsche, sagt Ewald. Denn stell dir mal vor, ich kann mir alles wünschen, was ich möchte. Und dann geht das auch in Erfüllung und ich kann dich doch nicht alleine lassen. Ach, Käthe, hatte er dann gesagt, ich kann dich doch nicht alleine lassen. Was soll denn aus dir werden? Das kann ich nicht, das geht nicht. Und sie dann immer, doch, du kannst mich in Ruhe, und dann dieses Hin und Her, du kannst mich hier allein und dies und jenes, alles bla bla bla. Aber Ewald ließ nicht locker. Ewald war der Meinung, er kann seine Käthe nicht alleine lassen. Und ab sofort bin ich jetzt immer bei dir, ob du mich siehst oder nicht. Und Käthe dann, das will ich aber nicht. Immer? Ja, immer, sagt Ewald. Ach nee, Ewald, sag mal, gibt es denn keinen Himmel? Doch, sagt Ewald, natürlich gibt es einen Himmel. Ja, aber dann geh doch in den Himmel, wenn der Himmel ist doch, doch, der Himmel ist schön und da sind auch viele, viele Leute. Und alle haben mich herzlich willkommen geheißen und ich habe ein ganz tolles Haus dort. Und was glaubst du, wenn du kommst, wie schön wir es noch haben werden und so in der Ewigkeit, das wird schön. Ja, dann warte doch da im Himmel auf mich, sagt Käthe. Ich mag das nicht hier zu Hause. Nein, ich kann dich nicht alleine lassen. Ich hab dich, wir waren doch sonst nie getrennt. Da kann ich dich jetzt auch nicht alleine lassen. Und Käthe denkt innerlich immer, ich gehe morgen mal zu Doktor und dann will ich mal gucken, ob der was dafür hat, dass das wieder aufhört. Denn irgendwie ist doch mit meinem Geist was nicht in Ordnung. Mein Kopf, vielleicht habe ich einen leichten Schlaganfall.
Und dann sagt sie nur zu Ewald: Ja, Ewald, ist gut, aber jetzt muss ich mich erstmal um Tatjana und die Kinder und um die Nachbarn und die Freunde kümmern. Ja, Käthchen, mach das mal. Und tschopf, plötzlich unsichtbar weg. Er war weg. Käthe sich dann erhoben und streicht sich ihre Kleider glatt und geht dann aus dem Schlafzimmer leise, so einen leichten Schritt, so langsam bis ins Wohnzimmer. Dann sagt Gertrud: Mensch, ich denke, du hättest dich erholt, du siehst ja gerade bleich aus und setz dich mal Likörchen. Und Käthe denkt: Na ja, Likörchen wäre vielleicht nicht schlecht. Oder vielleicht sogar ein Glas Sekt. Tatjana, hol doch mal Sekt aus dem Kühlschrank. Ich hätte eher Lust auf einen Sekt, sagt Käthe. Und ja, auf jeden Fall, der Nachmittag verläuft ganz normal. Die unterhalten sich, die Freundinnen. Und Gertrud ist ja auch schon Witwe. Und die dann immer: Ach, Käthchen, wir beide, wir können ja auch mal zusammen verreisen. Und also, schöne, lustige Sachen werden wir veranstalten. Und ja, und da sagt Rosi: Wir könnten ja auch mal unsere Spielrunde erweitern auf zweimal die Woche oder am Wochenende. Wochenende und so, und ja, und so ging das die ganze Zeit hin und her. Tatjana bediente immer, und ja, es wurde Abend, und es wurden noch Schnittchen gereicht, und die Damen waren schon von ihrem Likörchen schon etwas angeschickert, ne? Und auch Käthe merkte: Ach, so langsam, wenn ich jetzt noch ein Glas Sekt trinke, dann kann ich aber richtig in Ruhe, kann ich dann schlafen. Naja, auf jeden Fall die Zeit, die vergeht, und als erstes verabschieden sich die Nachbarn und nach die Freundinnen. Dann geht es so in den Arm nehmen und die Schulter klopfen und alles wird gut und wir sind für dich da und dies und jenes. Und Käthe lässt alles über sich ergehen. Zum Schluss verabschieden sich Tatjana, Dirk und Lea. Und Mama sagt: Tatjana, ich komme morgen früh wieder und wir frühstücken gemeinsam. Und die ersten Tage werden wir das mal so beibehalten. Und hast du dir schon mal Gedanken gemacht über Essen auf Rädern? Essen auf Rädern, sagt Käthe. Ich kann selber kochen. Ja, aber für eine Person, das lohnt sich vielleicht nicht. Und nicht, dass du dir nachher dann nicht genug zu essen oder nicht sinnvolles Essen und alle dies. Na, na, lass das mal meine Sorge sein. Können wir uns morgen drüber unterhalten, sagt Käthe. Jetzt bin ich so weit, ich könnte gut mein Bett vertragen. Ich werde mich jetzt gleich hier hinsetzen, ich werde mein Glas Sekt austrinken und dann gehe ich auch schon in die Federn. Es war ein langer und anstrengender Tag. Ja, da sagst du was, Mama, sagt Tatjana, verabschiedet sich, gibt ihr noch ein Küsschen und so fällt die Haustür ins Schloss und das Haus ist plötzlich still, totenstille im Haus. Und Käthe setzt sich in ihren Sessel und trinkt so ganz langsam noch ihren Sekt aus und denkt da so drüber nach und schielt aber immer wieder aufs Sofa. Aber nichts passiert, also gar nichts passiert. Das Haus ist leer, es ist niemand da. Naja, und sie trinkt in Ruhe ihren Sekt aus, steht auf, geht ins Bad, macht sich fertig, zieht sich aus, ihren Schlafanzug an und legt sich ins Bett. Überhaupt kein, und dadurch den Sekt, den sie getrunken hat, war sie auch schon so ein kleines bisschen angeschickert und natürlich auch richtig müde und legt sich dann halt ins Bett und schläft sofort richtig tief ein. Und die Nacht vergeht, nichts passiert. Also ihr Käthe hat richtig gut geschlafen, aber irgendetwas hat sie aufgeweckt. Morgens um 6 Uhr rum wird sie wach und denkt: Im ersten Moment denkst du ja, wenn du so wach wirst, an nichts. Das fällt dir ja erst alles hinterher ein, was so passiert ist. Auf jeden Fall, sie dreht sich dann nochmal im Bett um und denkt dann so für sich: Ach, guck, Ewald schläft noch. Und ach, dann legst du dich auch nochmal für 10 Minuten auf die Seite. Und dann dreht sie sich wieder um und macht die Augen wieder zu und denkt: Moment, Ewald schläft auch noch. Oh nein, sie dreht sich wieder um und tatsächlich, Ewald liegt auf seiner Seite in seinem Bett, hat die Augen zu und sieht dann immer: Ob ich die wohl anfassen kann? Und dann nimmt sie ihren Finger
Und in dem Moment, bevor sie ihn anfassen konnte, dreht er sich zur Seite. Dann traut es sich nicht. Und dann sagt sie ganz laut, ganz leise, Ewald, Ewald, lebst du vielleicht doch noch? Keine Reaktion. Und dann guckt sie. Weil normalerweise bei den Menschen, wenn der schläft, oder überhaupt der Mensch sowieso, der atmet ja. Ne? Da siehst du ja die Atmungsbewegung. Und sie starrt die ganze Zeit auf Ewald zurück. Keine Bewegung, nichts, gar nichts. Und sie denkt sich innerlich, Gott, das ist mir so unheimlich, das ist doch nicht normal. Und dann steht sie auf, ganz leise. Ewald hat schon längst, ja, Ewald ist ein Geist, Ewald weiß, was sie tut. Auf jeden Fall sie. Aber er will das so machen, dass das völlig normal für sie eigentlich ist. So, und sie ganz leise aufgestanden, ganz leise die Schlafzimmertür auf. Und die ist auf Zehenspitze ganz schnell ins Wohnzimmer ans Telefon. Und hat dann bei ihrem Doktor angerufen. Und sie sagt, Doktor, bringt Mann. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich muss ganz schnell kommen. Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Was? Sagt die Sprechstundenhilfe. Sofort vorbei oder vielleicht besser den Krankenwagen. Soll ich den Krankenwagen rufen? Ja, sagt Käthe, ganz schnell den Krankenwagen. Ich habe bestimmt einen Schlaganfall. Und ja, sagt die Sprechstundenhilfe, das mache ich. Und ja, sie dann wieder ganz leise den Flur lang, Schlafzimmertür auf. Ewald weg, Bett leer. Und sie, sag mal, ich bin doch nicht bescheuert. Ich habe einen Schlaganfall, ich bin mir sicher. Dann hat sie dann angerufen bei ihrer Tochter und hat gesagt, Tatjana, du brauchst gar nicht kommen. Ich habe einen Schlaganfall. Und Tatjana dann, das darf nicht wahr sein. Ich bin sofort da. Ja, der Krankenwagen kommt schon. Und mit Krankenwagen, wieder mal, mit Krankenwagen trifft Tatjana gleichzeitig ein. Und die Leute vom Krankenwagen, und die Käthe hatte ja die Tür aufgemacht. Ja, wie geht es Ihnen denn? Ich denke, Sie haben einen Schlaganfall. Ja, ich habe einen Schlaganfall. Ich habe einen Schlag. Also für einen Schlaganfall, sagt der Sanitäter, da sehen Sie aber gut aus. Dann setzen Sie sich mal hin, wir untersuchen Sie mal. So, und dann hat er so untersucht und gemacht und getan. Und Tanja, die stand daneben und ich war ganz fertig. Und dann hatte der eine Sanitäter schon mal zu Tatjana gesagt, also ihre Mutter hat alles, aber keinen Schlaganfall. Und ja, aber das kann doch nicht sein, sagte Dings. Ich sehe Dinge, die es nicht gibt. So, sie sehen Dinge, die es nicht gibt. Was denn zum Beispiel? Möchte ich nicht drüber sprechen. Mama, sagt Tatjana, was ist denn los? Nein, möchte ich nicht drüber sprechen. Ich habe bestimmt einen Schlaganfall. Nein, Sie haben keinen Schlaganfall, sagt der Sanitäter. Und wir fahren jetzt wieder. Wie komme ich nicht ins Krankenhaus? Nein, sagt der Sanitäter. Alles ist gut. Sie sind gesund. Es ist alles in Ordnung. Ihre Werte sind gut. Sie bleiben schön zu Hause. Und der eine sagte dann zu Tatjana, passen Sie schön auf Ihre Mutter auf. War vielleicht zu viel in den letzten Tagen. Weil Käthe dann erzählt, oder Tatjana hatte dann erzählt, mein Vater ist gestern beerdigt. Meine Mutter ist so ein bisschen, ne? Vielleicht machen sie auch die Medikamente und so. Und sie hatte auch so ein bisschen Angst. Naja, auf jeden Fall ließ der Sanitäter ein bisschen Beruhigungsmittel da und sagte zu Tatjana, geben Sie Ihrer Mutter mal ruhig ein Tablettchen davon, dann kommt sie gut durch den Tag. Das ist alles zu viel für sie gewesen, das denke ich auch mal. Aber so gesundheitlich gesehen ist alles in Ordnung. Naja, gut, so. Dann sind die wieder abgerauscht. Und Tatjana hatte in der Zwischenzeit schon mal eine Kanne Kaffee gekocht. Und hatte ihre Mutter jetzt an den Esszimmertisch gesetzt und hat gesagt, so Mama, jetzt sag mir doch mal, was ist denn bloß los? Was siehst du denn immer? Ja, und sie dann immer, nein, da möchte ich nicht drüber sprechen. Ja, aber Mutti, so kann es doch nicht weitergehen. Du hast gedacht, du hättest einen Schlaganfall. Was ist denn bloß los? Nein, möchte ich jetzt noch nicht drüber sprechen. Ich muss mir erst sicher sein. Und so guckt sie auf und neben der Tatjana her, die auch am Tisch saß und Kaffee trank, in den Garten zum großen Apfelbaum. Wer steht am Apfelbaum? Ewald. Und dann sagt Käthe, ach Kind, weißt du, ich will mal die nächsten Tage, ich will mal wirklich Ruhe oder vielleicht sollte ich mal verreisen. Ich will mal gucken. Ja, sagt Tatjana, nun frag doch mal die Rosi. Die Rose wollte doch schon mit dir verreisen.
Fahrt ihr beiden doch mal an die See. Fahrt doch ein bisschen nach Norderney. Wie wär's denn damit? Wollen wir mal gucken? Der Dirk und ich, wir suchen für euch was raus. Ruf du mal heute über Tag bei Rosi an, ob die nicht auch Lust hat. Dann buche ich euch mal eine Woche Norderney. Dann kommst du auch auf andere Gedanken und dann bist du hier raus, wo der Papa immer gewesen ist und alles. Und dann kannst du dich vielleicht auch besser erholen. Ja, gesagt, getan. Und Käthe, ach ja, da hätte ich wohl Lust zu. Das will ich machen. So mit dem Augenwinkel wieder zum Apfelbaum. Ewald war weg. Und sie gedacht, ach, vielleicht war es auch wirklich nur, ne? Jedes Mal, wenn sie ihn gesehen hat und er war dann so spontan wieder weg, hat sie immer gedacht, na, mein Gehirn, das spielt mir irgendwo einen Streich, das ist ja nicht ganz normal. Naja, auf jeden Fall hatte Tatjana sich verabschiedet und hatte gesagt, Mutti, ich werde mich in den nächsten Tagen bei dir melden. Wir werden ein schönes Hotel oder eine Pension auf Norderney finden für dich und Rosi. Und dann wollen wir doch mal sehen, dass alles wieder in Ordnung wird mit dir. Gut, war Käthe mit einverstanden. Und das war der Tag der Beerdigung und der nächste Tag. Und als nächstes steht die Reise nach Norderney an, weil Käthe ja immer noch nicht glaubt, dass das wirklich Ewald ist, den sie da immer sieht, ne? Weil das ja eigentlich nicht sein kann. Und naja, schauen wir mal, wie das so weitergeht, ne? Ich will mal gucken. Es ist auch immer nicht einfach, sich da was für auszudenken, aber ich versuche es. Also ich finde die Geschichte ganz witzig, was da noch so passiert, was Ewald noch alles so drauf hat. Und ja, schauen wir mal, das war es jetzt erstmal für heute. Es waren jetzt erstmal eine knappe halbe Stunde, die wir miteinander verbracht haben. Ja, für mich ist es dann Samstag, hatte ich ja schon zu Anfang gesagt, jetzt auch eine Umstellung. Und ich werde jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es jetzt schon 3:30 oder so, werde jetzt Mittagessen. Ja, ne? Im Laden bin ich dann nicht zugekommen und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt zu Hause bin, nehme ich sofort das Video auf und danach habe ich dann ein bisschen Freizeit, ne? Und ich wollte euch doch wirklich das noch gerne erzählen hier mit Ewald und Käthe. Ich hoffe, es gefällt euch immer noch. Also wie gesagt, solltet ihr sagen, ach nee, also. Ist jetzt nicht so. Ich meine, ist was ganz anderes wie Adele, ne? Also beim Adele-Buch bin ich immer noch fleißig bei und es wird auch wirklich noch dauern. Also, aber ich habe auch da ganz viel Spaß dran und ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr veröffentlichen kann. Ich hoffe, ich finde einen Verleger. Sollte ich es nicht, werde ich es vielleicht sogar selber machen. Gucken wir mal, ne? Ja. Das war es schon wieder für heute. Der Samstagnachmittag beginnt jetzt für mich mit einem, ja, das heißt, ich werde jetzt ein bisschen Mittagessen und dann werde ich mich hinsetzen und werde weiter stricken an meinem Suchtprojekt und zwar an dem Tuch. Oh, ich kann da nicht mit aufhören. Ich finde es so schön. Aber hin und wieder wechsle ich dann doch noch zu anderen Sachen, weil ich möchte ja auch Dienstag wieder ein bisschen was zeigen können. Aber ich glaube, es läuft auf dieses Tuch hinaus, weil ich es einfach so schön finde. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, was daraus wird. Am Dienstag sehen wir uns wieder zum Strick-Podcast. Ja. Und am Donnerstag zur Wollvorstellung. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr die Ewald-Geschichte weiterhören wollt oder ob ihr sagt, ach nee, das ist mir alles zu langweilig, das gefällt mir nicht. Schreibt doch mal ein, ne? Dann sparen wir uns langweilige Videos. Jo, so, ich bedanke mich bei euch für alles, was ihr für mich tut. Ja, eure Kommentare, eure Anrufe und eure Däumchen hoch und auch eure Abos. Also, ich freue mich über alles, sogar über die Däumchen runter. Ich muss dann immer. Ich finde das dann immer so witzig teilweise. Dann denke ich immer, ach Mann. Also ich meine, jeder hat ja so seins, ne? Und es ist auch euer gutes Recht, den Daumen nach unten zu machen. Mache ich auch, wenn mir was wirklich nicht gefällt. Aber es ist selten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir eigentlich bisher bei meinen Podcast-Kollegen alles gefällt.
Das ist wirklich ganz, ganz selten, dass ich mal sage, ach nee, also das gefällt mir überhaupt nicht oder wie, nee. Also das habe das nicht. Aber ich kann das verstehen, dass manche Leute das dann so ausdrücken möchten und das ist auch völlig okay für mich. Das habe ich ja schon immer gesagt und ne, ihr könnt auch gerne kritiklos werden, das ist mir auch, ne? Also bitteschön. Aber witzig an der ganzen Geschichte finde ich, dass wenn das Video hochgeladen worden ist, ja, und in den ersten 5 Minuten schon 3 Daumen runterkommen, dann denke ich immer, das sind 3 Leute, die dieses Video gar nicht gucken, sondern wahrscheinlich gefalle ich ihnen nicht oder, ne, keine Ahnung. Auf jeden Fall machen die das dann sofort, wenn das Video, aber dann denke ich immer, ihr Lieben, warum guckt ihr dann? Ich frage mich das dann. Ich denke dann, ja, aber warum machst du das dann? Weil, also ich bin so, wenn mir jemand überhaupt nicht gefällt oder was mir langweilig wird auf Dauer oder so, dann mache ich das Abo weg, weil ich möchte dann ja auch nicht von denen immer wieder neu irgendwas angezeigt bekommen. Also das ist mir immer noch ein Rätsel irgendwie so. Warum man das, ne? Aber es ist egal. Also mir ist jede Interaktion auf meinem Kanal ist mir recht. Sei es, ich freue tue ich mich über jeden Kontakt, also Kommentar, Daumen hoch, Abo, aber auch die Daumen runter. Ihr habt das Recht dazu und warum auch nicht? Aber ich finde es auch immer ganz toll, mal zu hören, was euch nicht gefallen hat. Sagt das ruhig, ne? Vielleicht ist es berechtigt oder vielleicht, ja, okay. Also keiner möchte gerne kritisiert werden. Aber wenn es ein vernünftiges Kritisieren ist, also keine Beleidigungen oder so Hater-Einträge und alle dies, also ne, nur weil einem die Nase nicht passt, also dann finde ich das auch, dann wird das gelöscht. Also das lasse ich mir nicht bieten. Aber richtige Kritik, also an irgendetwas, was ich vielleicht verbessern könnte oder so, warum nicht? Da könnt ihr ruhig, anstatt den Daumen runter, ich meine, ihr könnt den Daumen runter machen, aber dann könnt ihr mir auch ruhig schreiben, was euch, nicht gefallen hat. Ne? Das ist mir, ja, ganz gleich. Das könnt ihr machen. Ne? Jo, also ich bin jetzt keinem böse, deswegen bin kein Mensch, der sagt, jetzt guck mal. Nö, macht, wie ihr wollt. Ja, ich habe da nichts bei. So, wir haben jetzt schon wieder 32 Minuten. Vorher Geplänkel, nachher Geplänkel. Och, ne? Ich sag's euch, ne? Wir wollen mal gucken. Also, gestern war ja der erste Tag, ne? Ja, ich konnte auch wieder gut schlafen. Ich war völlig kaputt. Deswegen bin ich gestern Abend auch kaum noch zum Stricken gekommen. Ich schlafe dann auf der Couch ein, ne? Ja, da bin ich so fix und fertig. Obwohl, ich muss sagen, also nach dem ersten Lockdown wann haben wir denn dann? Letztes Jahr im April war das. Da haben wir 16. April, genau. Das war der Tag, wo wir wieder aufmachen durften nach dem ersten Lockdown. Da habe ich abends weinend auf der Couch gesessen, weil ich so fix und fertig war. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Schlag in meinem Geschäft gehabt. Das war aber letztes Jahr. Dieses Jahr hat sich das so ein bisschen verschoben. Ich glaube, 7 Monate waren zu lang. Ich meine, es war auch noch richtig gut. Also ich will mich um Gottes Willen. Aber es war wirklich super zu bewältigen. Also das muss ich sagen. Also gestern und heute waren stressige, aber gute Tage. Also wirklich. Auch da möchte ich mich drüber für bedanken, ne? Dass ihr alle so treu seid und immer alle wiederkommt. Ja, super. So, mehr haben wir nicht. Ne? Wie gesagt, Samstags Quatschetag hat nichts mit Stricken zu tun. Und ich wünsche euch einen schönen Samstagnachmittag, ein schönes Wochenende, viel Zeit zum Stricken und wir sehen uns zum Strickpodcast am Dienstag wieder. Bleibt gesund, strickt was Schönes. Bis dahin. Tschüss.